Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Residente Iwelowski. Sechs. Mit mir, euer Martin und den General von Knotencode. Und er zielt schon wieder auf mich hier. Schade, dass ich ihn nicht abknallen kann. Jetzt hast du eine Patrone verschwendet von diesem tollen Gewehr jetzt. Habe ich genug. So, müssen wir erstmal Schlüssel suchen hier. Ja, wo sind die ollen Dinger? Also ich spiele das erste Mal hier mit der GTX 79. Also ich habe jetzt mit Aufnahme habe ich hier 80 FPS. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir ohne Aufnahme hier 120 FPS haben. Das Maximum übrigens. Mehr geht in dem Spiel hier nicht. Ja. Aber das haben wir also beide. Ich habe konstante 120 Frames. Gut, du nimmst ja auch nicht auf. Nee. So, komm, wir müssen Schlüssel suchen. Oh, was ist das? Ja, ich bin Hallo, schon Nachbar. Bei suchen. Na, super schön. Hier vorne. Gut, ich gehe diesen einen Schlüssel hier suchen. Oh, hier ist noch einer. Rumschießen. Das ist ja so ein weites Gebiet. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Schiff. Weißt du noch, wo diese Glibberviecher kamen? Was war das denn eben? Eine Explosion. Kannst du ihn ja noch erinnern? Nö. Kannst du nicht mehr, ne? Ja, diese komischen Glibberviecher, die nicht tot gingen. Die ganze Zeit dann kamen. Frag mich nicht nach sowas. Oh Mann. Alles, was länger als 2 Stunden her ist, weiß ich nicht mehr. Alter, ich sehe jetzt hier gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberlaufen kann oder nicht. Oh, ist das mies. Kann ich hier springen? Ich hole mal einen Elefanten schlechter erstmal. Überhaupt keinen Durchblick hier. Ich sehe hier nicht wirklich was. Also der Schneesturm ist wirklich schlecht gemacht. Ganz schlecht gemacht. Ich komme jetzt zum ersten Schlüssel. Sehr stürmisch ist er. Oh, hier liegt noch was. Hier liegt der Schlüssel. Das Ding ist also voll mit Daten. Ach, Speichereinheit ist das. Oh. Ach, mich hat gerade einer von hinten begrabbelt hier. So ein alter Pedo. Ich bin gerade irgendwo reingeglitten. Was ist das denn? Stirb! Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's hier los. Hallo, 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 ja. Du hast Party, ja? Ich hab Party. Ach, da bist du. Hast du den geholt jetzt vorne? Nö. Der ist 91 Meter... Da oben ist der! Ich hab noch nichts gefunden, ja. Wir müssen irgendwie nach oben. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich hüpfe mal einfach. Wow, hier geht's schon wieder abwärts. Oh Mann, man sieht hier echt ganz schlecht. Und da also, bin ich gekommen. Ich sehe wirklich gar nichts. Also irgendwie muss ich hoch. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? So, ich habe noch 62 Meter, dann... Boah, ich sehe hier nichts. Dann habe ich den. Und der andere ist noch 165 Meter entfernt. Das ist, glaube ich, der letzte. Oh, hier schießt du einen auf mich. Ein Schnibber. Wo ist der denn? Hier ist ein Schnibber. Schnibber? Sitzt irgendwo ein Schnibber. Hä? Ich sehe den Schnibber nicht. Achso, da oben auf dem Mast, da musst du, glaube ich, hoch. Du bist in der Nähe. Ich glaube, hier noch 43 Meter habe ich hier noch besonnen. Ich muss hier mal eine andere Waffe nehmen, damit ich ein bisschen was sportlicher ist. Irgendein. Ich höre den auch atmen, aber ich sehe ihn nicht. Hier ist schon wieder so ein Vieh. Also, du bist auf der richtigen Seite. Ich komme da gar nicht hoch. Die will eine Ach, da ist er! Die will eine Pause haben. Die will eine Pause haben? Ja. Hier gibt es keine Pause. Ich muss gerade gucken, wie ich jetzt hier rüberkomme. Muss ich jetzt hier runter? Nee, von hier. Ich bin von hier gekommen. Ich geh jetzt einfach mal hier runter. Da springt er natürlich runter, kein Problem. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier lang renne. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Ich muss hier gerade irgendwie durch ein Tor durch, aber. Ich finde hier keinen Weg. Hier brennt irgendwie alles. Ich bin hier falsch. Ich glaube, ich bin hier völlig falsch. Ach, verdammt, ich bin schon wieder zum Anfang gelaufen, ob ich bescheuert. Hm. Ich sehe doch nichts. Ich auch nicht. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Die würden da eine Pause machen. Aber die Daten haben Priorität. Ach, wie toll, die Daten haben Priorität. Ja, ich bin tatsächlich wieder zum Anfang gelaufen. Oh Mann. Erzählt ihr dir das auch die ganze Zeit mit der Pause? Ne, ich höre nur, wie du die ganze Zeit rumsabbelst und Pause machen willst. So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Du bist ja schon da oben. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich sollte ganz langen Weg, ich bin nach Karte gelaufen. Ja, ich sollte auch mal nach Karte laufen, weil sonst, man sieht hier echt gar nichts. Aber ich bin gerade echt zu dämlich, durch dieses Tor durchzukommen. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Vielleicht muss ich ja kommen.
Nee, den hat der MBAV angezeigt. Ach, sie sabbelt die ganze Zeit. Vielleicht kann sie auch nicht weiterlaufen oder so. Vielleicht muss ich... muss ich kommen und sie retten. Da vorne kommen schon wieder ein paar Hillbillies angelaufen hier. Ich habe noch niemanden gesehen, ne? Ein paar Schneebillies hier. Ich liebe diesen Schlechter. Oh, der Schlechter ist alle. Ja. So, ich glaube, ich muss jetzt... Das ist ja schlecht. Der lange Weg. Achso, bis hinten rum, ne? Ja. Jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche Lawinen. Es ist alles voll mit irgendwelchen Idioten. Bist du so eine Eisrampe hoch? Nee. Wieso ist hier so eine Eisrampe? Ach du Scheiße. Hier kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute. Wo bist du? Hilfe, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe doch nichts. Oh, ich hasse da so ver... Wo ist denn der Typ? Alter, wo bin ich denn schon wieder? Was hat der denn da für einen Dildo in der Hand? Der Dildoser. Oh, wie bescheuert ist denn das hier, ey? Ich gehe hier einfach mal hoch. Wahrscheinlich wieder total billig und bin einfach nur zu blöd. Jetzt kommen die schon mit Motorrädern hier runter. Wo bist du, Alter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, ich habe ein Schneemobil. Kann ich das nehmen? Ja. Yeah. Kann ich den schnell fahren? Hä? Ach, da. Ich habe jetzt ein Schneemobil. Aber ich weiß nicht, wo du, wie ich da hochkomme. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier vorne hoch und dann sollte das passen. Ah, das Ding hat wenigstens eine Taschenlampe dran. Tab ist aussteigen, das ist ja bescheuert. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Wie bist du denn? Ich komme ja nicht mal zu deiner Stelle. Ferngezündeter Sprengsatz. Kann ich das sprengen, der Tor? Das kannst du wahrscheinlich machen. Die Daten haben Priorität. Was ist das denn, Truthahn? Ein Truthahn? Ja, so ein Riesenputer. Wie bringe ich den Sprengsatz jetzt an? Hilfe! Das ist die nächste Frage. Was sind das für Leute hier? Alter, was sind das für Kreaturen? Mach schnell! Hilfe! Oh, was ist das? Kann ich das sprengen? Vielleicht kann ich das Ding ja jetzt einfach hier hochjagen. Okay, passiert nichts. Ich gehe jetzt mal oben auf diese komische... Ich weiß gar nicht, was das ist hier. Geh ich einfach mal hoch. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Sagt sie das die ganze Zeit, oder? Ja. Gott, oh Gott. Ich werde hier schon wieder angeschnippert. Ich gehe jetzt mal diese Eisenbahnschienen, gehe ich jetzt mal hoch. Ich glaube, da komme ich da hin. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Und du stehst vorm Tor und quasi dahinter ist der Schlüssel, oder wie? Nee. Das ist aber der einzige Weg, der hier, wo es hier weitergeht. Wenn ich dem normalen Weg folge. Alter, ich sehe hier... Wozu ist denn dieser Abhang hier? Geht's hier irgendwie rein, ne? Och, ist das verwirrend schon wieder. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Oh. Aber die Daten haben Priorität. Komm ich hier weiter? Ach, guck mal, hier ist eine kleine Höhle, da kann ich reinkrabbeln. Oh, oh. Ich glaube, ich habe... Ich rutsche gerade durch irgendeinen Tunnel. Ja, da bin ich auch durchgerutscht durch irgendeinen Tunnel. Ah, alles klar. Und dann bist du irgendwo hoch? Hab dich mal nicht so, das ist nur eine Pennertonne hier. Pussy. So, jetzt kann ich hier hochklettern. Ich komm dichter, jetzt habe ich nur noch... Ich habe jetzt einen Sprengsatz hingestellt, aber ich kann nicht zünden. Ja, vielleicht kann ich den zünden, vielleicht hab ich einen Zünder. Ja, ich hab ihn gezündet, aber... Hat nichts gebracht. Jetzt bin ich hier. Wie komme ich denn rüber hier? Wie bist du rübergekommen? Alter, ich sehe hier überhaupt nicht mehr durch. Jetzt bin ich doch schon wieder am Anfang. Oh. Ich komme nicht so hoch zu dir. Ich komme hier nicht weiter. Komm mal den Weg zurück. Vielleicht fäng ich dich an. Dann kann ich dir zeigen. Stellen sich mir an wie die ersten Menschen, das ist ja schlimm. Ja, richtig bescheuert.
Schießt du die ganze Zeit? Nö, ach, ich werde hier die ganze Zeit durch unter Beschuss. Alter, wo kriebelst du denn rum, ey? Ich bin wieder am Anfang. Ich bin jetzt irgendwie zurück durch diesen Tunnel gerutscht. Kann man die Karte irgendwie vergrößern? Ich weiß nicht, ob es so viele Map-Taste gibt. Ah, das Problem haben wir schon mal gehabt. So, jetzt renne ich hier hoch. Es sind noch zwei Schlüssel, die uns noch fehlen. Boah, ist das mies. Ja. Ach, da bist du. Ah, hier, hier, hinter dir, hinter dir. Wo bist du jetzt lang gekommen? Ja, von da bin ich gekommen, von hier. Jetzt rennst du wieder runter. Da bist bin ich gekommen. Nee, dann wärst du hinter mir gewesen. Du bist eben von oben gekommen. Du musst ja von hier, von der Seite gekommen sein. Ja, Quatsch. Ja, ja, einmal hinten rum. Ah, hier geht's noch hoch, okay. Genau. Alles klar. Da ist ein Tor und da komme ich nicht weiter. Gut, gehen wir mal gucken. Haben wir nicht so eine dämliche Taschenlampe? Wie können wir die anmachen? Ich glaube, wir sollten die mal irgendwie anmachen. Guck mal hier, ich habe hier nämlich irgendeinen Zünder. Ferngezündet. Ja, ja, so ein Ding habe ich auch. Ich habe schon zwei von den Dingern da. Guckst du mal bitte kurz bei dir in den Optionen, wie man die Taschenlampe anmacht? Ich will jetzt hier nicht raustappen. Weil das, ich glaube, dann sehen wir einfach besser hier. Das war, glaube ich, irgendwie... Auf F ist es nicht. Digital so. Toll. Nee. Ich glaube, das kostet Tabletten, also ein Scheiß steht hier. Ich glaube, das konnte man irgendwie auswählen. Gehen. Ach du Scheiße, hier sind irgendwelche Viecher noch wieder. Stand da so ein Vieh vorm Tor? Ja, aber das geht, das tut sich nichts. Lieber da drin die Füße hochlegen, statt hier draußen im Schnee rumzubuddeln. Da oben scheint mich jemand nicht zu mögen. Ach so. Ich glaube, da kommen wir auch einfach noch gar nicht durch, weil das diese komische Hütte ist. Da müssen wir nachher hin. Da brauchen wir noch gar nicht rein. Wir müssen erst die ganzen Dinger holen. Ja, dann lass uns weiter so. Also die Sicht ist wirklich miserabel. Ja, man sieht ja nicht mal, wo ein Weg sein könnte. Nee. Ja, doch, man muss nach Karte laufen, ja. Anders geht's nicht. Das ist nicht so mein Spezialgebiet, nach Karte laufen. Da vorne wäre der. Wie kommen wir da hin? Das ist auch so eine erhöhte Plattform. Ich renne jetzt einfach mal hier hoch. Ne, da renne ich schon wieder falsch. Komme ich hier rum? Ach, von da bin ich ja... Alter, ich renne schon wieder... Ich hab hier ein Schneemobil? Ja, das habe ich vorhin gehabt. Achso. Das war auch nicht... Oh. Was nun? Oh, ein Typ. Oh, habe ich mir erschrocken. Oh, diese Sachen versauen immer so ein bisschen den Spielspaß, finde ich. Ja. Weil ich sehe jetzt hier nicht, wo ich lang könnte. Ich muss komplett zur anderen Seite. Da hoch müssen wir. Aber wie komme ich da hoch? Der liegt da ganz oben. Da komme ich auch nicht hoch auf diesem Mast, ne? Oh, ich habe mal ein bisschen Sicht. Da ganz oben liegt der. Boah, ist das mies. Ja, ja, das gehört leider dazu. Das ist echt bescheiden, ne? Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Also müssen wir da hoch. Doch, wir müssen da hoch, diese Schneerampe hoch. Ich bin von dem einen, bin ich jetzt hier noch... Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin gleich da. 20 Meter bin ich noch entfernt vom Schlüssel. Ja, das ist doch, du bist diese Eisrampe hoch, ne? Also ist das doch richtig, da hoch. Oh, wäre ich da bloß vorhin gleich hochgelaufen. Hier habe ich auch noch mal ein Schneemobil, ich komme mal mit. Rückwärts? Oh. Mit der Maus, Alter. Alter. Lenk doch. Oh, wäre ich da bloß vorhin gleich hochgerannt. Ich weiß auch nicht, warum ich wieder runtergerannt bin. Das ist doch richtig hier. Ja, liebe Leute, so kann's gehen. Da steckst du nicht drin, ne? Ich hab ihn. Oh nein. Ich hab nämlich gedacht, hier geht's einfach nur weiter. Und ich wollte auf dich warten, was? So, jetzt fehlt nur noch der eine da. Ja. Kannst du mich mitnehmen auf deinem Schneemobil? Ich weiß nicht, wie wir da jetzt rüberkommen sollen. Oh, ich habe keine Moon mehr. Fuck. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja, wir müssen erstmal gucken, wie wir da jetzt rüberkommen. Ich glaube, springen ist mal Essig, ne? Da ist eine Brücke, komm.
So, jetzt müssen wir aber Gas geben hier für unsere peinliche Aktion. Meinst du die Brücke hier vorne? Oder? Ja. Und dann haben wir den letzten. Aber die Sicht ist ja echt pervers. Ja, ja. Verzeiht uns diesen Fauxpas. Also ist schon gut gemacht, ne? In einem Schneesturm ist es wirklich auch, glaube ich, so mies. Guck mal hier leicht, oben. Leicht stürmisch, ja. Ja gut, da sieht man ja auch nichts, ne? Das muss ja irgendwie noch hier diesen... Ach, hier geht er drauf. Ich glaube, das ist auch so gewollt, dass man hier... Ja. Sich so verirrt. Da lauert einer. Der oh. Wird bestimmt gleich wach, wenn ich den Schlüssel aufhebe. Habe ich Munition für den Schlechter? Noch einer. Habe ich Munition? Das alle Speicherchips. Wir können los. Da hängt doch der Sitz wach. Wo ist er? Ach du Scheiße. Ist hier wieder der Truthahn. Ich hab keine Munition. So, kein Problem hier. So, jetzt müssen wir zur Hütte, da wo du beim Tor warst. Jetzt müssen wir da wieder hinkommen. Ja, dann wie kommen lass uns wieder hinkommen. Wie kommen wir da jetzt am... Ja, wir müssen jetzt hier erstmal wieder den Weg zurückgehen. Genau. Wie wir gekommen sind. Oh, da liegt noch Moon rum. Ich muss noch fix einsammeln, die habe ich noch nicht. So, und dann einfach nur runter und dann... Ich glaube, ich weiß schon, wo lang. Jetzt habe ich mir das, glaube ich, hoffentlich gemerkt. Mit meinem Orientierungssinn hier. Ah, mit Highspeed laufen ist hier auch nicht, ne? Wieso? Ich sprint noch wie so ein altes Ehepaar. Ja gut, du musst Leertaste noch gedrückt halten, ne? Dann machst du Sprint. So, wo geht das? Aber das steuert sich dann irgendwie bescheuert. So, jetzt müssen wir wieder runter. Okay, genau, hier lang. Ich find, ja, ich finde aber im Sprint läuft, steuert er sich blöd. Ja. Und irgendwie werde ich seekrank dann. So, und jetzt hier hinterrum, ne? Ja, genau. Also ich laufe wieder lieber normal. Aber ich halte trotzdem die ganze Zeit Shift gedrückt. Wenn man das irgendwie gewohnt ist. Ja, geht mir nicht anders. Nee, ich lasse ihn normal laufen. Das ist echt pervers, wenn er schnell läuft. Nicht mehr steuerbar. Oh, jetzt wird's gerade richtig hell. Da vorne zeigt er uns auch schon an, 177 Meter. Jetzt müssen wir die richtige... Boah, jetzt warten wir mal kurz, bis man wieder was sieht. Hier hoch, würde ich sagen, ne? Nee, ich glaube, wir sind... Müssen wir doch jetzt da... Ja, ja, hoch. Nee, Quatsch. Hier runter. Wir müssen die Eisrampe runter. Kommst du? Ja. Folge mir, ich weiß den Weg. Ein Glück leuchtest du grün, ne? Ich weiß den Weg nicht. Doch, wir müssen doch hier lang, glaube ich. Ach, hier, guck mal, hier. Siehst du, ich wollte eigentlich noch zu der Truhe hier hin, genau. So, jetzt kommen wir hier runter. Jetzt sind wir wieder hier. Ne, jetzt müssen wir irgendwo... rechtzeitig abbiegen. Wir sind jetzt hier rechts rum. Hier lang. Ach, genau, da hoch und dann, genau. Genau. Alles klar. Super. Na, kriegen wir noch hin hier, oder was? Und jetzt irgendwo... Ach so, noch ein höher. Oh, ich sehe schon wieder nichts. Nein, jetzt geht's hier links. Richtig, yeah. Kein Problem. Halt deine Waffe bereit. Meinst du? Ja, da oben war doch noch die eine Figur. Vom ja. Tor, die ist jetzt bestimmt auch wach gleich. Genau, jetzt sind wir richtig. Oh Gott, was eine Geburt. Na toll, ich renne gegen eine Betonwand. Weil du nichts siehst. Wir müssen echt mal rauskriegen, wie wir die Taschenlampen aktivieren, oder? Ach, da steht der Spinner da vorne. Der wird doch jetzt garantiert wach. Bald sie hier irgendwas. Ja. Schön mit dem Blub. Captain Iglo hier. So. Und wie es weitergeht, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Das war ja Martin und der Ronald. Tschüss. Tschüss.